In einem meiner letzten Videos hatte ich den Newsreader von News Hosting vorgestellt. News Hosting selbst, können wir mal hier auf die Webseite gehen, ist eben ein Anbieter für das Usenet. Im Speziellen für das Binary Usenet, also den Teil des Usenets, wo man Dateien herunterladen kann. Man kann natürlich den Newsreader von News Hosting selbst benutzen. Da spricht erstmal nichts dagegen. Wenn man aber ein bisschen mehr ins Usenet einsteigen möchte, dann stößt man da ziemlich schnell an seine Grenzen. Und dann wird ein Programm nötig wie SubNZBD. Wir schauen uns in diesem Video an, wie wir mit unserem News Hosting Account SubNZBD installieren und konfigurieren müssen, damit die Downloads auch funktionieren. Los geht's nach dem Intro. Wo fangen wir an? Naja, man braucht natürlich einen News Hosting Account erstmal. Den habe ich natürlich schon und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dir auch einen mit meinem Affiliate-Link anlegst. Als nächstes brauchen wir dann die Software SubNZBD oder wie auch immer man das Ganze ausspricht. Ich klicke hier einmal auf Download und während das runterlädt, erzähle ich noch kurz was dazu. SubNZBD läuft im Hintergrund, ich glaube dafür steht auch das D für Daemon. Und das hat den großen Vorteil, dass ich das zum Beispiel auf dem Raspberry Pi laufen lassen könnte oder auf meinem NAS und könnte dann mit dem Smartphone auf die Benutzeroberfläche zugreifen, denn das Ganze läuft einfach im Browser. So viel dazu, hier ist die Datei einmal runtergeladen, ich führe die Exe aus und wir installieren mal. Sprache lasse ich jetzt hier auf Deutsch stehen, nehme natürlich die Lizenz an. Hier ist auch wichtig, der Haken mit NZB-Dateien verknüpfen und hier klicke ich einmal auf Weiter. Nochmal auf Weiter und installieren. Versionshinweise brauche ich keine. Und dann würde ich doch sagen, starten wir das Ganze mal. Ich mache mal einen Doppelklick drauf. Und was jetzt passiert ist, dass der Browser geöffnet wird und ich das Ganze konfigurieren kann. Ich bleibe jetzt hier bei Deutsch und sag mal Assistenten starten. Jetzt hat er mir das Fenster hier aber wirk. So, jetzt sieht es besser aus. Was man halt hier sieht, erstmal hier oben, er geht auf die Localhost-Adresse, also die Adresse des eigenen Computers. Warum findet er da was? Naja, rechts unten sehe ich ja, dass SubNZBD läuft und im Grunde läuft jetzt ein kleiner Webserver, mit dem ich jetzt hier zugreifen kann. Als erstes kommt jetzt der Einrichtungsassistent. Man sieht schon, dass hier direkt für News Hosting auch geworben wird und die Adresse hier direkt angeboten wird. Für die meisten Nutzer ist es wahrscheinlich empfehlenswert, genau diese Adresse news.newshosting.com einzutragen. Man kann das aber auch spezifischer machen. Ich habe mal was ausprobiert und zwar mache ich mal hier mein Kommandofenster auf und da schreibe ich einmal rein ping news.newshosting.com. Hosting.com. Und was man jetzt sieht, ist, dass der auf einmal auf eine andere Adresse auflöst, nämlich eine mit FR7, das könnte zum Beispiel für Frankreich stehen. Aber wir können auch einfach mal auf die Hilfeseite von News Hosting gehen und hier finden wir, dass wir halt generell den hier eintragen können, dass es aber auch andere Usenet-Server gibt, nämlich zum Beispiel extra für Europa welche oder für die United States oder für die Niederlande. Das hat erstmal damit zu tun, dass halt relativ viel Traffic anfällt und man halt nicht die Leitungen von USA nach Europa blockieren möchte, sondern halt immer möglichst vor Ort die Rechenzentren betreibt. Wenn ich zum Beispiel mal auf dieses EU-Teil hier auflöse, dann bekomme ich was mit AMS zurück. Das könnte für Amsterdam zum Beispiel stehen. Also das macht immer so eine gewisse Logik, wo das dann einen hinroutet. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie dieser Mechanismus funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie der jetzt sieht, dass ich zum Beispiel aus Deutschland komme, wer da zum Beispiel meine IP verwendet oder hängt das am DNS-Server, den ich verwende. Keine Ahnung, wäre mal interessant rauszufinden. Wenn man zum Beispiel jetzt ein VPN in den USA verwenden würde, würde ich davon ausgehen, dass er mir hier eben andere Adressen anzeigt. Das Schöne ist aber, ich als Nutzer muss mir da eigentlich gar keine großen Gedanken machen. Ich würde erstmal empfehlen, diese Adresse hier zu nehmen, news.newshosting.com. Die wird in der Regel die wenigsten Probleme machen. Falls es doch Probleme mit der Geschwindigkeit gibt, dann kann man mal durchprobieren, ob die anderen Adressen vielleicht besser sind. So viel dazu, zurück in den Firefox. Ich gebe das Ganze mal ein. Wenig überraschend müssen wir jetzt von News Hosting unsere Zugangsdaten eingeben. Und SSL auf jeden Fall zu empfehlen, dann sieht der Provider nicht, was man da treibt. Hier kann ich nochmal mehr einstellen. Das ist der SSL-Port auf 563. Kann ich mir auch irgendwo nochmal hier anschauen, dass das auch der richtige ist, habe ich hier irgendwo noch gesehen, genau. Also SSL-Ports ist 563. Wenn ihr den Verdacht habt, dass euer Provider das Ganze drosselt, kann man zum Beispiel auch 443 benutzen, denn das wäre jetzt der Port für HTTPS
Und das ist dann schon ein bisschen schwieriger zu blockieren. Was ist hier noch wichtig? Ja, euer Vertrag, den ihr mit News Hosting habt. Es gibt Pakete, die haben halt 30 Verbindungen und 60 Verbindungen. In meinem Fall sind 60 Verbindungen, deshalb ist auch hier angeraten, die einzutragen. So, die Zertifikatsüberprüfung, das wird sich vermutlich auf SSL beziehen, würde ich jetzt einmal so drinstehen lassen. Ich klicke einmal Server überprüfen und er ist unglücklich mit der Serveradresse. Wie kann das denn sein? News.newshosting.com. Ich habe doch jetzt hier eigentlich keinen Fehler drin. Ah, wie habe ich das denn geschafft? Okay. Naja, also war einfach der Port. Ist natürlich eine tolle Meldung. Die Serveradresse war ja trotzdem korrekt. Irgendwie habe ich hier gerade geschafft, den Port zu ändern. Vielleicht irgendwie Scrollrad benutzt oder so. Kann das sein? Ja. Wahrscheinlich am Scrollrad gedreht. Okay, also hier drauf achten. Verbindungen müssen richtig sein. Port muss richtig sein. SSL sollte angehakt sein. Und der ganze Rest habe ich ja schon erklärt. Dann gehe ich doch mal auf Weiter. Im Grunde ist er jetzt abgeschlossen und jetzt kann ich hier drauf zugreifen. Diese Localhost-Adresse, diese 127, die kann ich natürlich vom Smartphone jetzt nicht aufrufen. Dazu müsste ich wissen, welche IP mein Computer im Heimnetz hat. Das wäre aber jetzt ein Thema für ein anderes Video, aber diese Adresse ist nur lokal erstmal hier von meinem PC abrufbar, wo auch SubNZBD läuft. Was ist hier noch interessant, es gibt hier so ein paar Ordner, also da muss man halt mit rechnen, dass da viel Speicherplatz anfällt. Vielleicht dann mal ändern. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier mal meinen USB-Stick auswählen. So, das Ganze habe ich jetzt eingestellt. Was natürlich auch ein cooles Feature ist, ist dieser überwachte Ordner. Dort könnte ich einen Ordner angeben, in dem SubNZBD schaut, ob zum Beispiel neue NZB-Dateien abliegen. Sobald diese eingegangen sind, fängt er das Downloaden an. Ist halt so ein kleines Automationsfeature. Ich speichere das Ganze jetzt aber mal so. Genau. Und jetzt würde ich mal hier sagen, wir gehen auf Server. Dann können wir nochmal genau anschauen, was hier los ist. Das ist mein News Hosting Server. Kann ich auch hier nochmal zum Beispiel überprüfen. Kann hier Prioritäten einstellen, denn ich könnte jetzt hier auch mehrere Serveranbieter eintragen. Und dann könnte ich hier die Priorität festlegen, welche als erstes für Downloads benutzt werden soll. Gut, dann würde ich doch mal sagen, wir haben jetzt hier alles richtig drin und wenn ich hier vorne auf das Logo klicke, komme ich auf die Hauptansicht und hier bietet er mir an, eine NZB hinzuzufügen. Das ist auch der einzige Weg, wie ich SubNZBD benutzen kann, nämlich indem ich eine NZB hinzufüge. Beim News Hosting Newsreader hat sich das Ganze ja ein bisschen anders dargestellt. Dort konnte ich direkt nach Dateien suchen. Das geht jetzt hier nicht mehr. Ich muss jetzt also auf einer anderen Seite nach Dateien suchen. Ich brauche also einen sogenannten Indexer, der mir diese NZB-Dateien zum Download zur Verfügung stellt. Ist jetzt ein Schritt mehr, den man gehen muss, kann aber auch einfacher sein oder zuverlässiger sein. Das wäre auch ein Thema für ein anderes Video, warum man das so macht und nicht anders. Wäre ja mal schön, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, ob ihr gerne Hintergrundwissen noch zum Usenet hättet. Dann würde ich da ein bisschen recherchieren oder ein bisschen weiter ausholen. Aber für dieses Video bleiben wir jetzt einmal dabei. Ich brauche bei SubNZBD, wie der Name ja schon verrät, eine NZB-Datei. Ein Beispiel für so eine Datei ist zum Beispiel der Film Big Bug Bunny. Jetzt gibt es die Möglichkeit, diese Datei am Stück herunterzuladen. Das ist zum Beispiel hier zu sehen, wenn die Datei direkt Video heißt. Und hier hat der Ersteller auch schon dankenswerterweise reingeschrieben, dass hier kein RAR-Archiv verwendet wurde. Das heißt, das Ganze muss nicht entpackt werden. Zugegeben, das ist aber nicht der Standard im Usenet. Oft werden eben diese Filme oder was auch immer man da runterladen möchte, in RAR-Archive gepackt. Deshalb würde ich jetzt für dieses Video einfach mal eine Datei nutzen, die eben ein RAR-Archiv hat, um zu sehen, was SubNZBD genau damit anfängt. Wenn also hier steht One File, dann ist das schon vielleicht ein Hinweis darauf, dass ich eben eine echte Datei bekomme und kein Archiv. Das sieht man dann auch hier an der MOV-Dateiendung und der hat jetzt hier ja schon gesagt ein Video. Bei dieser Datei sieht es ein bisschen anders aus. Hier sagt er 17 Dateien. Am Ende soll es aber eine MP4 sein. Da kann ich davon ausgehen, dass das in RAR-Archive gesplittet wurde. Die 300 Parts bezieht sich jetzt aber nicht auf die Anzahl der RAR-Archive, sondern auf die Anzahl der Nachrichten. Das habe ich mal in einem anderen Video erklärt, wie das im Usenet zu verstehen ist. Hier hinten haben wir eine Zahl, nämlich 100%. Das heißt, die Dateien sollten auch noch alle verfügbar sein. So, jetzt habe ich hier zwei Buttons. Einmal direkt Download und einmal Download. Und wir brauchen den Link zur NZB-Datei und nicht den Direct-Download-Link. Ich klicke jetzt einfach mal auf Download und dann sehe ich, dass sich hier eine NZB lädt.
Bei der Installation habe ich ja ausgewählt, dass sich SubNZBD direkt mit dem Dateiformat NZB verknüpft. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz komfortabel einfach einmal draufklicken und dann wird nichts anderes passieren, als dass diese NZB-Datei zu SubNZBD übergeben wird. Ich sehe jetzt erstmal noch nichts, es passiert nichts, aber hier sehe ich schon, der Download ist schon fertiggestellt. Ich mache es hier einmal auf und ja, ich kann sehen, dass das Ganze schon runtergeladen ist. Ja, ich hätte jetzt natürlich gerne noch gezeigt, dass der auch was entpackt und so. Ich bin mir aber auch gar nicht sicher, ob der was entpackt hat. Das ging jetzt so rasend schnell. Ich lade nochmal was anderes runter, damit man ein bisschen mehr sieht. Ich habe jetzt einfach mal nach Linux Mint gesucht. Und hier finde ich ein 2 GB großes Archiv. Hier sehe ich auch, dass es wohl irgendwelche Parts gibt. Also hier haben wir auch RAR wieder zwischendrin. So, deshalb würde ich doch sagen, wir klicken hier mal auf Download und öffnen das Ganze. Also man sieht, man findet sehr viele interessante Dateien im Usenet. Ich gehe jetzt direkt mal hier drauf und jetzt sieht man ein bisschen was. Die andere Datei war einfach viel zu klein und ja, mein Speed ist ein bisschen zu schnell, um hier auch wirklich was zu sehen. Man sieht zum einen, dass das relativ schnell hier abgeht. Ich mache das Ganze mal auf. Kann ich das hier nicht großklicken? Nein, kann ich nicht. Doch, hier sehe ich was. Genau, wenn ich den Ordner aufklicke, dann sehe ich, dass er sich da ja, ganz fleißig durcharbeitet, scheinbar irgendwelche 10 Megabyte Parts und da geht er jetzt ganz schnell durch. So, zum einen sehen wir das, zum anderen hat man jetzt gesehen, dass, ach ne, hier ist nur der Name, also auf den Ordner müssen wir gehen, dass man hier ein Passwort eintragen kann. Manche NZB-Dateien sind passwortgeschützt, beziehungsweise nicht die NZB-Dateien, sondern die RAR-Archive und dann wird ein Passwort zum Entpacken benötigt. Sollte das der Fall sein, kann man das direkt hier eingeben. Es gibt auch NZB-Dateien, die in doppelt geschweiften Klammern das Passwort schon enthalten. Wenn man das Passwort hier eingibt, dann weiß SubNZBD auch, wie er das Ganze entpacken muss. Würde das Passwort fehlen, würden wir ziemlich frühzeitig eine Fehlermeldung bekommen. Wir warten jetzt aber mal kurz ab und schauen uns dann den ganzen Vorgang bis hin zum Entpacken an. Beziehungsweise während er hier lädt, kann ich ja mal auf meinen USB-Stick gehen. Hier habe ich ja hier gesagt, lad mir die mal hier rein, die Dateien. So, und hier sehe ich eben, dass er einfach ganz, ja, unspektakulär RAR-Dateien herunterlädt. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal reingucken kann. Naja, okay, greift jetzt ein anderer Prozess gerade zu. Okay, dann wird das wohl jetzt erstmal nichts werden. Oh, 10 Megabyte gepackt, hässlich. Naja, kann man machen, muss man aber nicht. Wir warten mal ein paar Sekunden ab. So, der Download ist jetzt abgeschlossen, aber das Entpacken noch nicht. Ich möchte ja an diese Linux mit ISO heran und jetzt macht er hier eine RAR-basierte Überprüfung, nennt er das. Kann man das mal ein bisschen ausklappen. Ja, man sieht hier nur dieses Dropdown-Menü und ja, hier kann man nochmal sehen, was die Durchschnittsgeschwindigkeit war, wie alt die Dateien sind und er versucht jetzt eine Überprüfung zu starten. Die RAR-Dateien sind erfolgreich überprüft und dann würde ich doch erwarten, dass er entpackt. Und genau das tut er jetzt hier. Warten wir mal ab, wie das aussieht. Ich kann auch einmal hier ins Temporäre rein. Ich versuche jetzt nochmal mit 7-Zip drauf zuzugreifen, einfach nur um es zu öffnen. Ah, es funktioniert. Hier sehe ich jetzt also, liegt die ISO-Datei drin. Ich könnte natürlich jetzt auch mit 7-Zip ganz klassisch entpacken, aber das ist ja genau das Schöne an SubNZBD. Der macht das für mich. Ich muss mich jetzt erstmal um nichts kümmern. Der kann im Hintergrund gemütlich weiterlaufen. Ich kann jetzt auch mal zum Beispiel den Task Manager öffnen und kann sehen, dass hier ja über die Kommandozeile eben das RAR-Kommando ausgeführt wird und dass es halt hier eben Datenträgerzugriffe gibt. Warum das jetzt so langsam ist, ist eine gute Frage. Könnte an meinem USB-Stick liegen. Oder vielleicht daran, dass da so kleine 10 Megabyte Dateien sind. Aber er kommt voran, also man sieht hier, dass er sich hier durch die Parts durchwühlt. Wir sind jetzt bei 57 von 193. Und am Ende ist dann das Ziel, dass das Ganze hier entpackt zu finden ist. Den Film Big Bug Bunny sehe ich jetzt hier schon, mit NZB sogar nebendran. Den hat er ja vorhin runtergeladen. Das ging so schnell, dass ich gar nichts gesehen habe. Und hier ist auch die ISO schon da. Die ist aber ehrlicherweise natürlich noch nicht vollständig, denn die wird ja gerade hier entpackt. Wir warten mal kurz ab. Das Ganze ist jetzt abgeschlossen. Ich bekomme jetzt also eine Benachrichtigung in Windows, dass erstens die komplette Warteschlange abgearbeitet ist, aber auch, dass genau meine spezifische Datei, die ich runtergeladen habe, jetzt entpackt wurde. Schauen wir doch mal in den Ordner, wie das Ganze aussieht.
Hier ist die Linux mit ISO. Macht man einen Doppelklick drauf. Windows bindet die ja dann ein. Ja, und das sieht auch gut aus. Keine Fehler bekommen. Hab jetzt also hier die ISO-Datei von Linux Mint bekommen. Jetzt habe ich natürlich diese ISO-Datei nicht direkt bei Linux Mint runtergeladen. Man kann jetzt also ein bisschen misstrauisch sein und einfach mal schauen, ob ich auch wirklich die richtige Datei erwischt habe und keiner mit diesem ISO-Image rumgespielt hat. Dazu gibt es auf der Mint-Seite den Button Verify Your ISO. Da klicke ich einmal drauf und wir haben nicht die neueste geladen. Wir haben nicht die 20.1, sondern die 20. Das kann ich jetzt hier am Dateinamen einfach direkt sehen. Linux Mint 20. Und ja, Mate ist hier die Version. Ich klicke einfach mal auf die 20 drauf und hier gibt es eine Textdatei mit den ganzen Checksummen drin. Das heißt, wenn ich jetzt einen Rechtsklick auf diese ISO-Datei mache, kann ich hier auswählen, ja, dass er mir eine Prüfsumme berechnet. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo das herkommt. Ich glaube, das kommt von 7-Zip. Also das ist ein bisschen blöd bei Windows. Das muss man fürs Kontextmenü extra installieren oder müsste PowerShell benutzen, um eben die Prüfsumme hier zu berechnen. Die Prüfsumme ist eine Art Fingerabdruck und das habe ich jetzt auch schon mal direkt hier vorbereitet. Sieht doch nach 7-Zip aus, oder? Ja. So, das ist das Interessante hier, dieser Part. Und hier oben muss ich das Ganze einmal abgleichen. Wir haben jetzt Mate benutzt und haben 64-Bit. Das heißt, unsere Zeile, die interessant ist, ist die blau markierte. Oder jetzt grau markierte. Und wie ich sehen kann, fängt das Ganze hier auch mit 42FD und so weiter an. Und das Ende nochmal prüfen, endet mit FC98. Also das sollte einigermaßen passen. Schade ist hier so ein bisschen, dass da eine Funktion fehlt, die Dateien, diese Checksummen einfach direkt zu vergleichen, weil das Ganze ablesen möchte ich jetzt nur ungern. Aber in der Regel reicht es natürlich, Anfang und Ende so ein bisschen zu vergleichen. Dann sollte das in der Regel passen. Das heißt, gute Nachrichten. Ich habe hier sehr, sehr wahrscheinlich eine gute Datei geladen, also eine Datei, mit der niemand rumgespielt hat. Das ist die identische Datei, die ich auch natürlich von der Website von Linux Mint herunterladen kann. Ja, war jetzt doch ein relativ langes Video. Ich würde jetzt aber fast sagen, wir gehen nochmal grob durch, was wir heute gelernt haben. Zum einen haben wir das Programm subnzbd installiert. Ist bei Windows eine ganz normale Exe-Datei, runterladen und installieren. Ist aber auch empfehlenswert, zum Beispiel auf ein Gerät zu installieren, das 24/7 durchläuft, wie zum Beispiel ein Raspberry Pi oder ein NAS. Hat den charmanten Vorteil, dass ich auf die subnzbd-Oberfläche mit einem Smartphone oder mit allen anderen Geräten im Heimnetz zugreifen kann. Dann haben wir unseren News-Hosting-Account in subnzbd eingetragen. Auch das war nicht besonders schwierig, da haben wir nur die NNTP-Server-Adresse gebraucht und Benutzername und Passwort. Diese Daten sollten ja vorliegen. Natürlich kann man da auch jeden anderen Anbieter benutzen. Ich habe es jetzt halt mit dem gemacht. Und ja, wenn du den auch benutzen möchtest, wie gesagt, freue ich mich, wenn du meinen Affiliate-Link in der Videobeschreibung benutzt. Dann würde ich einen Teil abbekommen von dem Kauf, den du da tätigst. Wir haben auch gesehen, wo man NZB-Dateien herbekommt, wie man die runterladen kann und wie SubNZBD damit umgeht, also die herunterlädt und entpackt. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich danke dir fürs Zuschauen. Was mich jetzt noch von dir interessieren würde, wie funktioniert das hier? Hast du da eine Ahnung, wie funktioniert dieses DNS-Rerouting oder wie man auch immer das nennen will? Das wäre mal interessant zu wissen. Kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, würde ich dann natürlich auch anpinnen. Finde ich ein interessantes Feature. Es sind ja so kleine Optimierungsfunktionen, die da sehr schön automatisch im Hintergrund laufen. Ansonsten danke ich natürlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich über ein Abo freuen.